heute hier, um gegen den sogenannten Marsch für das Leben zu demonstrieren. Die Bewegung der sogenannten Lebensschützer demonstriert gerade, fängt gleich an dahin, um zu demonstrieren, gegen das Recht auf Abtreibung. Diese Bewegung besteht aus christlichen Fundamentalisten aus der katholischen Kirche, ebenso wie von evangelikalen Gruppen und einzelnen evangelischen Gruppen. Von der AfD, also zum Beispiel die Berliner Spitzenkandidatin Beatrix von Storch ist immer dabei, aber auch die CDU, die CSU sind vorne mit dabei, senden Grußworte, marschieren mit. Genau, was sie wollen, ist nicht das Leben schützen, sondern Frauen dazu zwingen, den Körper von Frauen unter Kontrolle zu bringen und Frauen dazu zwingen, Kinder zu kriegen, die sie nicht wollen, um ihre Profitmaschine letztendlich am Laufen zu halten, indem wir die Arbeitskräfte von morgen gewähren sollen. Dagegen gehen wir auf die Straße und fordern das Recht auf freie, kostenlose und sichere Abtreibung und Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln und Sexualerziehung, die unter unserer Kontrolle steht.